Leute, wir sind zurück. Final Fantasy VII Remake Integrate. Wir waren gerade auf dem Weg nach oben zur Platte und wir müssen weiter hoch. Wir sind hier stehen geblieben. Zwei Granatenroboter haben wir vorhin im letzten Part besiegt und ja, jetzt müssen wir erstmal weiter hoch. Hier ist der Hochweg, aber wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht ist hier noch was. Wahrscheinlich aber nicht. Gut. Dann let's go. Alles geben. Versteht sich ja wohl von selbst. Yes. Spezialluftkombatant, die müssen wir zuerst scannen. Spezialluftkombatant der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elitekämpfer, dessen Kampffähigkeiten denen gewöhnlicher Luftkombatanten deutlich überlegen sind. Er ist mit einem hocheffizienten Kampfanzug mit Hochleistungsmotoren ausgerüstet. Windelementare Attacken aus der Luft füllen die Schockleiste schnell auf. Oh, er ist tot. So, einmal heilen, bitte. So, perfekt. Dann los. Gut, hier geht's schon mal nicht weiter. Dann hier lang. Ein Allheilmittel und hier können wir nicht runter, ne? Nee. Von vorne an. Hm. Machen wir. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Na dann, wenn es nicht billig wird, dann klappt das schon, aber... Das ist schon ein Anblick, Alter. Kannst du dir halt nicht ausdenken, ne? So, da müssen wir hoch. Okay. So, einmal kurz umgucken. Da. Lauft!
Lauf, Cloud, Brudi! Sieht aus, als würde der Wettlauf hier enden. Achtung! So, jetzt müssen wir kämpfen. Au! Oh ja! Helischütze, Analyse. Ein fliegendes Hochgeschwindigkeitsabwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Seine überdimensional große Kanone verschießt Granaten und Bomben, die Zustandsveränderungen auslösen. Physische Angriffe aus geringer Distanz, Blitzelementare und windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste auf. Fernangriffe sowie Magieattacken hingegen nur langsam. Ist Magieabwehrmodus aktiviert, füllt sich die Schockleiste unabhängig von der Art des Angriffs nur schwer auf. Nach Erleiden einer bestimmten Schadenmenge verliert er an Geschwindigkeit. Scheiße, ich kam nicht dazu, Wind einzusetzen. Das ist so nervig. Shit. So, Aerora, jetzt! Alles okay? Oh, Junge, Alter! Nochmal. Ein Sturm zieht auf. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist alles. Barrett kann Aerogar sogar. Shit. Jetzt schnell Impulshieb. Und tiefer. Einmal auf Hochtouren, bitte. Zack. Ah, gut. Er hat jetzt den Magieschild. Achtet auf den Laser. So wird das nichts. Barrett, einmal bitte... Der wird leider gar nicht so einfach. Da geht noch was. Okay,
Oh, der nervt mich gerade, ne? Ich wollte ausweichen und ich konnte nicht, ne? Du musst durchhalten, Mann. Ich bin los. Oh shit! Yes! Jetzt Limit! Wir haben ihn fast tot. Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter. Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang. Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung geht dann um stärker. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Okay, wir sind da. Ich muss hier aber noch was erwähnen, Leute. Ihr solltet, bevor ihr den Aufstieg beginnt, nochmal zur Corneus
Kolosseum gehen, weil ihr da die letzten Limit-Fähigkeiten für Tifa und Barrett bekommt. Die habe ich jetzt vergessen. Da bekommt ihr nämlich die Stufe 2 Limits. Es geht hier nur bis Stufe 2, was Limit-Fähigkeiten angeht. Also wundert euch da nicht. Ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst. Vor dem Aufstieg nochmal ins Corneo-Kolosseum gehen. So, weil sonst kommt ihr erst wieder dahin, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, soweit ich das noch weiß. So, sonst gibt es hier nichts. Dann weiter. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Wir sind sicher nicht deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. So, immer erst umgucken. Verspreche ich. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal. Hitzköpfiger als ein Bomber. So sieht's aus. Oh, hier wartet ja auch noch der... Oh nein, stimmt, das habe ich vergessen. Das kommt ja auch noch. Das wird richtig lustig werden. Da müssen wir gleich lang, glaube ich. So, erst... Cloud will zuerst... Okay. Mach zuerst die Truhe auf, Brudi. Es läuft bei dir. Nichts. Alles andere haben wir schon. Nee. Die wären als einziges okay. Erhöhen aber nur den Angriff. Ich glaube, ich bin so zufrieden, wie ich jetzt gerade bin. Dann einmal hier. Aber wir nähern uns dem Ende vom Hauptspiel und dann geht's in den Integrate-DLC. Wann wir Rebirth spielen, weiß ich noch nicht, weil da muss man erstmal gucken, wann die PC-Version kommt. Alles okay. Wir auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre was. Ups. Was wollt ihr hier? Das hat Barrett ja gut gemacht. So, Schwertsturm. Was ist da los? Stehen bleiben! Widerstand ist zwecklos! Oh, Kacke, Barrett, du hast es so verkackt, ne? Brudi, Alter. Ich bin bereit.
weiter hinten sein. Erstmal gucken wir uns aber um. So, gut, aber hier ist nichts mehr. Lass mich doch durch, Barrett Booty. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Haben die uns sabotiert? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, einmal auf hoch, der dürfte dann tot sein. Oha! Rang 3 Soldat, Brudi! Was soll das denn, Bruder? Ich will kurz den Soldaten analysieren, falls wir das noch nicht gehabt haben. Danke. Okay. Der Soldat der Shinra-Sicherheitsbehörde, dessen Fähigkeiten durch Makroenergie verbessert wurden. Obwohl der dritte Rang der niedrigste bei Soldat ist, verfügen Soldaten dieses Ranges über Kampffähigkeiten, von denen gewöhnliche Einsatzkräfte nur träumen können. Physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Ist das alles? So, erstmal umgucken, falls wir noch irgendwas finden. Aber anscheinend nicht. Dann weiter. Hier ist sonst auch nichts. Was wollt ihr hier? So, einmal Vitaga, damit wir einmal voll gehealt sind. So, das sollte relativ schnell gehen. Tschüss. So, Impulsiv! Du machst gar nichts mehr, Bruder. Auf Wiedersehen. Oh, yeah! Wegrasiert! Okay. So, und da ist noch was. Ich wusste, dass es hier noch was gibt. Ein Molotow. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Oh ja, jetzt wird's geil, Alter. Shit. Nein! Zurück. Es geht los. Dein Einsatz. Jetzt kapitel das an.
Oh, diese Hunde, Alter. Oh, gehen mir die Hunde auf den Sack, Alter. So, dann, das wird jetzt wehtun. Nimm's nicht persönlich. Das war's. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Sehr gut. Das waren alle, dann durch hier. Da ist sonst nichts. Hier auch nicht und da geht's hoch. Finde ich übrigens cool, dass sie hier dran auch gedacht haben. So, ein bisschen Entspannung, ne? Schadet nicht. Nutzen wir doch das Feature, wenn es schon da ist. Wundervoll. Perfekt. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Trotzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. So, erstmal schauen. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Gut, dann einmal hoch. Jetzt kann ich mich bewegen, danke. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Ihr könnt euch denken, was ich nehme, oder? Ich glaube, zu den Fahrstühlen geht es da lang. Die Feuertreppe ist hier, oder? Nee. Autorisierte Schlüsselkarte. Auch nicht. Gut, dann geht es nur da lang. Aber Leute, ich würde sagen, hier beende ich den Part. Im nächsten Part geht es hier weiter. Shinra-Gebäude, wir sind da. Hier können wir uns ein paar Waffen holen. Die Waffen haben wir übrigens alle. Uns fehlen halt nur die Limits. Wie gesagt, holt ihr euch vor dem Aufstieg. Geht nochmal am Corneus Kolosseum, damit ihr euch da alle Limits holen könnt.
Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Final Fantasy Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!